Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen beim Mondgeflüster. Das eigentlich geplante Video zur ISS schiebe ich nochmal eine Woche weiter. Die Mehrheit der Community hatte das ja auch abgenickt, sozusagen. Dennoch wollte ich den Montag nicht irgendwie verschenken und nutze heute den 53. Jahrestag vom Start von Apollo 7, um ein Kurzporträt vom damaligen Kommandanten der Mission zu zeichnen. Walter Schirra ist eh einer meiner Lieblingsastronauten. Wieso das vielleicht so ist, erfährst du nach einem kurzen Intro. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Walter Marty Schirra Jr. oder einfach nur Wally Schirra wurde am 12. März 1923 in New Jersey geboren. Ein Großelternteil väterlicherseits stammt übrigens aus Bayern. Im Alter von 84 Jahren starb Walter Schirra am 3. Mai 2007 in Kalifornien. Seine Asche wurde in einer feierlichen Zeremonie auf dem Flugzeugträger USS Ronald Reagan am 11. Februar 2008 dem Meer übergeben. Im Zuge des Angriffs auf Pearl Harbor Ende 1941 schrieb sich Schirra in die United States Naval Academy ein, der Marine Akademie der US Navy. Nach dem erfolgreichen Erlangen des Bachelor of Science Grades diente er die letzten Monate im Zweiten Weltkrieg auf dem Kreuzer USS Alaska. Anschließend begann er eine Ausbildung zum Marinefliegern. Während seines Einsatzes im Koreakrieg flog Schirra 90 Kampfeinsätze. Anschließend war er Testpilot und wurde 1958 an der US Naval Test Pilot School aufgenommen, wo er Mitglied der Klasse 20 war, unter anderem zusammen mit Jim Lovell und Pete Conrad. Anfang 1959 wurden 110 Testpilotkandidaten für das Mercury-Projekt, welches den ersten US-Amerikaner ins All bringen sollte, vorausgewählt, darunter auch Walter Schirra. Zunächst erklärte er, dass er kein großes Interesse daran hatte, Astronaut zu werden, aber je mehr er von dem Projekt hörte, desto interessierter wurde er. Während dieser Phase hatte Schirra mit einem Polypen an seinem Kehlkopf zu kämpfen, was ihn dazu zwang, mitunter tagelang zu schweigen. Nach einer erfolgreichen Operation wurde er am 9. April 1959 offiziell Teil der Mercury 7 und damit einer der ersten 7 US-amerikanischen Astronauten. Walter Schirra hatte wie seine Astronautenkollegen auch während der Mercury-Zeit besondere Verantwortung im Projekt. Diese bestand in der Entwicklung der Umweltkontrolle und Lebenserhaltungssysteme, die die Sicherheit und den Komfort der Astronauten im Raumschiff während der Mission gewährleisten sollten. Bei den frühen NASA-Programmen von Komfort zu sprechen, ist natürlich relativ zu sehen. Aushaltbar machen passt da wohl besser. Zu seinen weiteren Aufgaben gehörte auch die Prüfung und Verbesserung des Druckanzugs, den die Astronauten während der Mission trugen. Am 3. Oktober 1962 war es dann soweit. Mit der Mercury Atlas 8 Mission und seinem Raumschiff Sigma 7 unternahm Wally Schirra seinen ersten Flug ins All und war damit der 5. US-Amerikaner im Weltraum. Sein Flug wurde als Raumflug aus dem Lehrbuch bezeichnet. Nach 6 Erdumkreisungen und knapp 9 Stunden nach dem Start wasserte er erfolgreich wieder im Pazifik. Auch im Nachfolgeprogramm Gemini wurde Walter Schirra einmal eingesetzt. Er war Kommandant der Gemini 6 bzw. Gemini 6A Mission. Am 15. Dezember 1965 startete er zusammen mit Tom Stafford Richtung Erdumlaufbahn und führte mit der Mission Gemini 7 das erste gesteuerte Rendezvous zweier Raumschiffe durch. 3 Tage zuvor rettete er sich und Tom Stafford wahrscheinlich das Leben, denn dort war der eigentliche Start vorgesehen. Der Countdown und die Zündung der Triebwerke verliefen zunächst auch reibungslos. Knapp 1,5 Sekunden später wurden die Triebwerke abrupt abgeschaltet. Da die Missionsuhr im Raumschiff bereits gestartet war, sahen die Missionsregeln vor, dass Kommandant Schirra nun die Schleudersitze auslösen sollte. Schirra tat dies aber nicht und verließ sich voll und ganz auf seine Sinne, denn er spürte keine Beschleunigungskräfte oder sonstige Bewegungen. Aber wieso Leben gerettet? Das sollten doch eigentlich die Schleudersitze in einem Notfall so oder so machen, oder nicht? Naja, Tom Stafford kommentierte es in etwa so: Wir wären zwei Räucherkerzen gewesen.
Wenn du mehr dazu wissen möchtest und was die Gründe dafür sind bzw. waren, schaue dir gerne mein Video über die Rettungssysteme an. Da gehe ich genau darauf ein. Im Apollo-Programm unternahm Shira mit seiner Crew als Kommandant den ersten bemannten Flug des Programms. Am 11. Oktober 1968 startete er mit Apollo 7 mit einer Saturn 1b in den Erdorbit, um das Apollo-Raumschiff auf Herz und Nieren zu testen. Die Mission war aus technischer Sicht ein voller Erfolg. Allerdings war die Stimmung zwischen der Besatzung und Houston sehr angespannt. Den gesamten Flug hatten alle Astronauten mit Erkältungen zu kämpfen und die Tests wurden während der Mission immer wieder erweitert. Höhepunkt war eine Konversation mit Deke Slayton, zuständig für die Astronauteneinteilung, also Walter Shivers Vorgesetzter, aber auch gemeinsamer Mercury 7 Veteran. Wegen der Erkältung wollten die Astronauten ihre Helme beim Wiedereintritt nicht aufsetzen. Slayton ordnete dies persönlich an, worauf Shearer entgegnete: Deke, dann komm doch hoch und setze ihn mir auf. Schließlich wurde ohne Helme gelandet. Das ganze Faktenvideo zur Mission findest du hier oben. Apollo 7 war der letzte Flug von Walter Shearer in den Weltraum. Er verließ die NASA am 1. Juli 1969 und schied im Range eines Captains gleichzeitig aus der Navy aus. Er war der einzige Astronaut, der aktiv an den ersten drei NASA-Programmen teilnahm, jeweils als Kommandant. Weiter war Shearer der erste Mensch, der dreimal im All war und drei verschiedene Raumschiffe steuerte. Nach der NASA war Wally Shearer vielschichtig unterwegs. Er war Geschäftsführer, hatte sein eigenes Unternehmen, arbeitete an Büchern mit und begleitete als Co-Moderator zusammen mit Walter Cronkite die Apollo-Mission beim Fernsehsender CBS. Im Oktober 2000 wurde der 1996 entdeckte Asteroid 8722 Shearer nach Walter Shearer benannt. Und das war das Kurzporträt über einen, wie ich finde, durchsetzungsstarken und charismatischen Charakter, der einen großen Beitrag für das, was wir jetzt alles erleben können, geleistet hat. Mehr Astronautenporträts findest du in der Playlist hier. Ich bedanke mich fürs Anschauen, fürs Zuhören und für deinen Besuch auf diesem Kanal. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Mondflüsterer aus Stralsund.